Willkommen zurück. Heute gibt es ein schönes Video für euch. Und zwar der effektivste Trainingsplan für jemanden, der wenig Zeit und trotzdem Muskeln aufbauen will, aber nur mit dreimal Training in der Woche. Also, schaut zu. Ihr wollt den effektivsten Trainingsplan, um möglichst schnell, nicht nur effizient, sondern halt auch dauerhaft Muskeln aufzubauen. Was ist der entscheidende Schritt? Am Ende des Tages, schwere Grundübung. Wie häufig müsstet ihr trainieren? Dreimal. Ich würde vorziehen Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper. Montag, Mittwoch, Freitag. Reicht aus, damit habt ihr eure Erfolge. Und zwar habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, diesen Trainingsplan könnt ihr auch unterhalb in der Beschreibung runterladen. Von daher lasst doch jetzt schon mal einen Daumen dafür da, ein Like. Wie würde ich es machen? Den Oberkörper austrainieren, dass ich sagen würde, ich fange erstmal mit einer schweren Grundübung an und das ist für mich Liegestütze. Ihr wärmt die Schulter, die Brust und den Trizeps auf. Plus, ihr arbeitet mit Eigenkörpergewicht. Kollagenproduktion für die Gelenke wird angeregt. Optimal, um zwischen 3 und 4 Sätzen den Körper auszutrainieren, um erstmal Vorermüdung zu schaffen, um dann das Training der Brust, beispielsweise in meinem Fall wäre es jetzt so, mit Schrägbankdrücken mit der Kurzhantel zu starten. Dann würde ich weitermachen, weil ihr dann Pectorales habt, würde ich noch die Schultern trainieren. Schultern idealerweise mit Schulterdrücken, auch wieder mit Kurzhantel. Ja. Da immer abzuwägen, 3 bis 4 Sätze, das reicht völlig aus. Ihr arbeitet im Wiederholungsbereich von 8 bis 11 Wiederholungen. Wenn ihr 9 schafft und 9 schafft ihr 3 Mal, würde ich tendenziell schon das Gewicht steigern, um einfach nichts liegen zu lassen. Dann hatten wir ja sozusagen die vordere Schulter und wir haben ein bisschen von der seitlichen. Klar, wir haben bei Brust auch schon die vordere Schulter. Jetzt würde ich aber noch sagen, wir machen noch Seitenheben mit den Kurzhanteln. Da könnt ihr im Stehen oder im Sitzen machen, wieder 3 bis 4 Sätze. Dann müssen wir uns ja um den Rücken kümmern und da habe ich mir aufgeschrieben, ich würde vorziehen, Lat ziehen und würde dann die Kombination fahren, dass ich erstmal Lat ziehen breit mache und dann rudern am Kabelzug eng. Warum? Ihr habt einmal für die Rückenbreite und einmal für die Rückendichte mit Tiefe inkluiert. Also alles abgedeckt, ja, in 2 Übungen. Dann habt ihr am Ende noch Trizeps und Bizeps. Das heißt, ihr wollt eine Übung einbauen, die eine drückende Bewegung ist, weil wir haben den Trizeps schon vorermüdet beim Liegestützen, beim Schrägbankdrücken und beim Kurzhanteldrücken. Ja. Also würde ich Trizepsdrücken am Kabelzug machen, um möglichst die Gelenke zu entlasten und den Squeeze im Trizeps richtig zu merken. Dann eine Bizepsübung. Ihr könnt eine freie Variante wählen. Bei mir ist immer die ideale Variante, die habe ich hier euch auch aufgeschrieben im Trainingsplan, Bizeps Curls mit Kurzhantel. Warum? Es ist eine Multigelenksübung plus ihr könnt relativ viel Gewicht bewegen, auch als Anfänger. Habt eine gute Kontraktion im Bizeps, einen sehr, sehr hohen Stretch und wenn ihr die Brust dabei rausdrückt, habt ihr auch nicht das Problem, dass die Schulter in die Bewegung extrem eingebunden wird, das heißt, eure Bizepssehne gereizt wird. Wäre für mich der Oberkörper. Ihr könnt dann in der Description gleich nochmal nachgucken und euch den Trainingsplan runterladen. Wie gesagt, dafür auch gerne einen Kommentar oder ein Like da lassen. Könnt auch gerne abonnieren. Und jetzt würde ich beim Unterkörper weitermachen. Den würde ich, wie gesagt, nur einmal die Woche trainieren. Nicht nur, weil er länger braucht, um zu regenerieren, sondern weil es am Ende auch so ist, dass die meisten Unterkörper einfach sehr, sehr ungern trainieren. Da würde ich arbeiten mit Kniebeugen. Ja, Kniebeugen könnt ihr in der Multipresse machen oder Kniebeugen frei. Tendenziell freie Übungen immer vorzuziehen, den Maschinen einfach mehr Stützmuskulatur muss aktiviert werden, mehr Satelliten werden ausgeprägt. Ihr kennt das alles, ihr habt schon bei anderen Fitness-YouTubern gehört, Beugen nicht weiter ausführen. Bei mir wäre es am besten, ihr startet mit Kniebeugen. Dann könnt ihr Kreuzheben machen oder ihr solltet Kreuzheben machen. Warum? Es ist eine schwere Grundübung, die sowohl den oberen Rücken als auch den Trapez, als auch den Beinbeuger, als auch den Quadrizeps, als auch die Waden belastet, wenn ihr sie richtig ausführt. Wichtig, wir nehmen hier die rumänische Variante, nicht das Gestreckte. So wäre mein Ansatz. Dann würde ich Split-Kniebeuge machen, aber einbeinig. Wir machen es jetzt so, dass wir entweder die Split-Kniebeuge machen oder Beinpressen an der Maschine sitzend. Ja. Tendenziell, um wieder eine freie Übung einzubauen, nehmt die Split-Kniebeuge. Dann, um nochmal den Quadrizeps, also den vorderen Teil des Beins richtig auszureizen, würde ich den Beinstrecker einbauen. Die Maschine sichert euch zumindest zu, dass ihr einen guten Druck in die Muskulatur kriegt, sie auch sehr, sehr gut ausbelastet. Wenn ihr da nochmal eine extra Anleitung wollt, wie ihr den Beinstrecker richtig einstellt, wie ihr ihn auch richtig für euer Training
anwendet, gerne in die Kommentare schreiben, dann können wir euch am Ende des Tages da nochmal ein Video abdrehen. Dann halt, wie gesagt, Wadenheben. Wadenheben tendenziell sitzen, stehen. Ich würde es eher am Sitzend machen. Die stehende Variante ist meistens so, dass sie sehr, sehr große Druckstellen an der Schulter erzeugt, sehr, sehr stark über die Hüfte arbeitet, weil die ja in der Regel leicht schräg nach vorne drückt und nicht wirklich einfach nur nach oben. So sind die Geräte leider konzipiert. Und da, bei den Beinen würde ich immer noch Bauch mit dranhängen. Da könnt ihr Bauchmaschine machen, Beinheben am Holm, solche Geschichten. Also, lasst gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Einfach um dreimal die Woche zu trainieren, bei minimalem Zeitaufwand, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper zu trainieren. Oder ob ihr sagt, ihr macht lieber Push-Pull-Beine, um dann alles abgedeckt zu haben, nur einmal. Ich bin eher der Freund davon zu sagen, wir trainieren mehrmals die Woche dasselbe, weil ihr wollt Progression, ihr wollt Stück für Stück eine Steigerung. Das schafft ihr halt nur, wenn ihr denselben Muskel und oder dieselbe Übung über Zeit immer wieder mal neu macht, damit ihr euch von den Wiederholungen vom Gewicht oder anders am Ende des Tages vom Workload, also vom bewältigten Gewicht, steigern könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen da, kommentiert, subscribed und wir sehen uns beim nächsten Video.